Freunde, die Rüstung ist angelegt, die Waffen sind geschliffen, die Nase haben wir nochmal geputzt und hoffentlich wart ihr alle nochmal auf dem Klo, denn jetzt finden wir raus, was mit diesem gefallenen Stern los ist und dafür müssen wir mit unserem Onkel Deckard Cain reden. Deckard Cain ist nicht unser Onkel, aber naja, hier Leas Onkel, wisst ihr schon, da steht der Typ, also das ist der Typ, der wo vom Himmel gefallen sein tun ist, ne? Gucken wir mal, was da los ist. Das ist es, was vom Himmel fiel. Niemand könnte etwas derartiges überleben. Wer seid ihr? Was seid ihr? Ein Krieger, glaube ich. Ich kam mit schlechten Nachrichten, doch ich erinnere mich nicht. Eure Nachricht ist möglicherweise das einzige, das uns vor dem drohenden Verhängnis bewahren kann. Das ist gut, dann rückt doch mal raus die Nachricht. Quest ist beendet. Erzählt mir alles, woran ihr euch erinnert, Fremder. Jedes Detail. Fallen. Feuer. Ein Schwert von großer Macht. Es war ein Teil von mir, aber es zerbrach in drei Stücke, als ich fiel. Es ist wichtig, dass wir diese Schwertstücke finden. Ich glaube, dass eure Erinnerung zurückkommen wird, wenn wir das Schwert wieder zusammensetzen. Die Ziegenmenschen wüten durch die Felder. Könnte das Schwert etwas damit zu tun haben? Natürlich, natürlich. Genauso wie um den Fremden herum die Toten auferstanden sind, haben die Schwertsplitter die Ziegenmenschen in den Wahnsinn getrieben. Ich werde Jagd auf die Ziegenmenschen machen. Das Schwert wird bei ihnen sein. Alles klar, die Ziegenmenschen. Machen wir Jagd auf die Ziegenmenschen. Die sind durchgedreht wegen einem Schwert, und zwar von dem Typ hier, der Fremde. So, wir wollen zu den Feldern des Elends. Da gehen wir hin. In der Stadt. Cool. Okay. Also, Friedhof der Verlassenen. Mensch, Leute, 2 Wochen habe ich jetzt nicht gespielt. Es wird Zeit, dass wir jetzt hier einfach mal wieder ein bisschen... Schreck mich nicht so, du Penner. Komm, ey, kommst du mit, ne? Mal auf die Tür. So, wo sind die Ziegenmenschen? Hier sind die Felder des Elends. Oh, schöner Fluss. So soll es ja in Österreich gerade überall aussehen, übrigens, ne? Also, vor allem da, wo sonst kein Wasser ist. Genau. Jetzt haben wir natürlich das Problem, dieser Cormac, der praddelt uns zu bis oben hin. Alter, was seid ihr denn? Eine wilde Bestie. Bam, bam, bam. Von hinten haut mir eine Ziege. Haut ab, ihr Ziegen. Oh, Cormac, Graz, Level up. Gut, neues Wissen über Ziegenmenschen. Ja, hören wir uns nicht an. Oh, hier sind Elite-Fledermäuse. Komm her, ich reiß euch die Flügel aus. Ich bin nämlich der Batman. Oh, da hinten schreit irgendwas. Ich hab's gehört. Was kommt da? Boah, er hat mich umgeschubst. Keiner schubst mich. Du Kuh. Machen wir gleich mal Kühe schubsen hier. Ein Baum. Ein Baum. Baumfahrt. Die Ents greifen an. Ich brauche Hilfe. Boom, boom. Ich hab die Hand nicht auf Kuh gehabt. Ich sitze hier, ich lümmel hier gerade so. So friedlich rum. Ja, noch ein Baum. Bum, bum. Wir haben uns entschieden. Ihr seid keine Orks. Ja, ja. Okay. Was ist das? Ein Heilbrunnen. Den nehme ich mir auf. Den brauche ich vielleicht noch. Was bist du? Ein Knochenhaufen. Bams. Wer lässt denn hier sein Schwert in einem Knochenhaufen rumliegen? Ein Baum, ein Baum. Ein Baum. Ich blicke, was du nicht blickst. Ein Baum. So, was ist das? Ein Wegpunkt, das ist sehr schön. Das leckt heute ganz schön. Kann das sein oder kommt mir das nur so vor? Ich weiß es doch auch nicht. Und verkauft hat er auch nicht, bevor er losgegangen ist. Unprofessioneller Typ. Ehrlich. Huch. Also ich, meine ich, ne? Wobei, er hätte ja ruhig auch schon mal ein bisschen was vorbereiten können. Wenn wir hier jetzt auf die Metzeltour gehen, hätte er ja ruhig mal was verkaufen können. Was seid ihr? Haut ab! Flasche! Flasche! Oh, immer wenn man ein französisch Koch braucht, ist keiner da. Bist du ein Froschenkel? Bams! Entschuldige, Cormac. Ziegenmenschen! Ziegenmenschen!
Was sind das? Ziegenmenschen sind Satyren, ne? Oder? Ziegenmenschen sind Satyren. Genau, ich glaube schon. Ich habe irgendwie einen Kriegsgurt. Oh, der ist gut, den nehmen wir. Zack, anlegen. So. Machen wir dein Inventar zu. Ein Boom. Komm her. So, wollen wir mal schauen, wo dieses Schwert liegt. Danke, Korbeck. Der ist ja freundlich. So, wir sollen... Wo sollen wir überhaupt suchen? In den Feldern des Elends sollen wir die Höhle von den Ziegenmenschen suchen. Okay. Uah. Eine Rune für Spalten. Eine Eruption. Uah. Gott sei Dank eine Eruption. Der Speer der Uan. Uan. Zack, den nehmen wir. Dann haben wir für das Spalten eine Rune. Aber... Nee, komm. Wir bleiben beim Hieb. Spalten finde ich nicht so toll. Also ich mag Spalten schon. Manche, aber, nee, hört sich falsch an. Ich rede mich im Kopf und Kragen. So, wo seid ihr, ihr Ziegenschweine? Ziegenschweine, schöne Mischung. Ah, hier, ein Holzstapel. Auf euch. Zack, ich habe jede Menge Wut. Jetzt werden wir mal ein bisschen Frösche klatschen hier. Zack, los geht's. Und der Baum, der will auch noch was. Was habe ich überhaupt für eine bescheuerte Waffe? Ist das ein Dolch? Verdammt, ich bin ein Krieger. Hä? Oh, wir haben mehr Frösche. Kommt ihr denn hier? Ihr alten Klobürsten. So, wo ist denn eigentlich die Höhle von den Kumpels hier? Zack, zack, zack. So, wir könnten eigentlich auch mal hier die zwei ausprobieren. Zack. Habt ihr gesehen, ne? Voll die Kette geschleudert. Den Speer, meine ich. Zack. Bam. Ein Fledermausnest. Ein solchen Nest, ein solchen Herr. Ein solcher bin ich bis vor kurzem auch gewesen. Ich war nämlich schon wieder krank. Ich habe keinen Bock mehr. Ständig ist man krank, ständig ist irgendwas. Neues Wissen über die Seuchenherde. Und Sprung und Bäm! Alter! Die Kuh rennt mich ständig an. Weißt du eigentlich, dass ich heute Mittag deinen Onkel gefressen habe? Du Dreckstück. So. Mein Wagen kaputt machen hier. Ey! Jetzt ist hier aber mal Essig mit lustig. Jetzt ist mal Essig mit Zucker. Salz gibt's auch noch. Und Pfeffer. Und jetzt gibt's... Bam! Jawohl. Ich frage mich nur, warum das so ruckelt. In den ersten Folgen hat es auch schon so ein bisschen geruckelt. Das liegt aber hauptsächlich an meinem Rechner. Aber heute ist ja eklig, ne? Geringer Heiltrank. Ist das eigentlich der, den ich noch benutze im Moment? Oder habe ich schon neue? Eine neue Brust. Zack. Sieht genauso aus wie die alte. Ist auch blöd. So, haben wir noch irgendwas, was wir brauchen können? Nee, können wir alles nicht brauchen. Dann lassen wir mal schön weg hier den Mist. So. Die Höhle von den Ziegenmenschen. Die Höhle von den Ziegenmenschen. Sprung! Zack! Du olle Kuh. Und hier ist eine olle Ziege. Und da ist noch eine olle Ziege. Und da ist ein Goldscheißer. Oh, den schnappen wir gleich. Nicht angreifen, bevor alle anderen tot sind. Und los geht's. Zack! Zack, zack, zack. Lass die nicht entkommen. Komek, halt ihn auf. Komek, halt ihn. Sehr gut gemacht, Komek. Ich kann nichts mehr aufheben. Oh, du bist ja echt. Das sind blaue Sachen, die nehme ich mir mit. Pass mal auf. Inventar. Ein bisschen alten Ranz hier, Komek. Kannst du mal gucken, was du brauchen kannst. Ne? Ich nehme mir mal die blauen Sachen. So, da haben wir doch magische Armschienen. Die sind doch super, oder? Stärke, bisschen weniger Leben. Da können wir mit leben. Oh, habt ihr gehört? Ich, mein Hals kratzt noch ganz schön, ne? Warum guckst du mich jetzt so entsetzt an? Warum? Willst du mich bedrohen? Ich habe da schon wieder so ein Baumvieh gehört. Komm her, Baumbart. Hum, hum, aufs Maul. So, die Höhle. Hier, bist du die Höhle? Das ist die Aasfresserhöhle. Will ich da rein? Nee, da will ich nicht rein. Ich hab ja gesagt, Leute, wir machen hier jetzt nicht so blöde Höhlentouren oder so. Oh. Na, ich bin ja auch ein Zeltenkönig. Alle Special Moves voll in die falsche Richtung. Wo kommst du, blöder Frosch, her? Hau ab! So, ich will die Höhle der Khazra haben. Ich will hier die Story vorantreiben. Ich will hier keine Secrets suchen. Flucht ruhig.
ich könnte vielleicht ganz tolle Dinge verpassen. Ich könnte aber auch ganz große Scheiße verpassen und euch einfach mit irgendwas langweilen, was euch vielleicht gar nicht interessiert, ne? Und wen es interessiert, der kann es ja sagen. Dann sage ich ihm, da waren nur Rotze drin. Ne? So. Gibt es einen fixen Punkt für die Höhle? Oh, da in der Mitte ist so ein Event, ne? Oh, was leckt das? Bam! Ab in die Frische. Zack. Zack. Da drin. Was? Blut? Ach so, er hat aufs Maul gekriegt. Hat er sich gefreut. Wollen wir das Event machen, Leute? Jetzt habe ich gerade erzählt, ich will nichts machen, was nicht zur Story gehört. Aber vielleicht ist da auch die Höhle, ne? Wir gehen mal gucken. Nein, das ist das Event. Ich weiß das schon. Aber egal, das machen wir jetzt eben mal schnell. Das verlassene Gehöft. Und er gibt uns jetzt nämlich eine Quest. Er gibt uns die Aufgabe, hier die Seuchennester zu. Die Dämonenbrut hat sich in meinen Feldern eingenistet. Ihr solltet gehen. Hier ist es nicht sicher. Dieses Land ist alles, was meiner Familie bleibt. Ich kann hier nicht weg. Das geht noch nicht. Boah, jetzt bin ich aber gerade ruhig gewesen, ne? Habt ihr gemerkt, ne? Ich habe selbst nicht gemerkt, dass ich mich gestorben habe. Ich habe gestern Abend ausnahmsweise mal wieder wirklich einige Stunden nur für mich gespielt. Ja, also nur für mich, nicht für euch. Das ist der Hammer gewesen. Ich bin jetzt gerade deswegen so ein bisschen versucht gewesen, die Klappe zu halten, ne? Dabei will ich die Klappe ja gar nicht halten, weil ich will mich ja mit euch unterhalten. Ne? Ihr könntet aber euch mal im Gespräch ein bisschen beteiligen. Das finde ich sowieso die letzten Folgen, die ich gemacht habe. Keiner hat was gesagt, war immer so ruhig, weißt du, ne? Und zack. Boah, wie viele Fledermäuse. Wo ist das letzte Nest? Da. Zack. Oh, voll vorbei. Und Sprung. Wieso seid ihr denn immun gegen die Folgen, ihr Penner? Tötet was? Ah, Sichelzahn, Sichelzahn. Wo ist er? Wieso portet der sich weg? War das mit... Was ist denn mit dir? Jetzt habe ich gerade dieses Eisbahn-Level auf Plants vs. Zombies hinter mir und jetzt kommst du mir noch so. So. Mein Gepäck ist voll. Mecker mich nicht so an. Habt ihr das... Ist euch das auch schon aufgefallen? Der hat so einen ekligen Ton drauf, der Barbar, wenn er einem was sagt, was ihm nicht passt, ne? Mein Gepäck ist voll. Penner, schrei mich nicht an. Oh, da ist noch was Blaues. Was ist das? Sag's schon. Oh, sein Gepäck war doch nicht voll. So, was war das? Ein Gürtel? Ein mächtiger Gürtel mit 6% Magic Find. Nö, da lassen wir lieber... Hä, was? Heilkugeln? Ja, komm. Scheiße, Untruf. Schieße, Untruf. So, was ist mit dir? Hast du noch ein Quest? Mein Land ist gerettet. Seid gesegnet. Jo, gern. Tristrams Familien werden nicht hungern. Dank der Arbeit, die wir heute hier vollbracht haben. Boah, das ist schön. Ein bisschen XP, ne? Kommt, wir gehen eben kurz in die Stadt verkaufen. Die Folge hier führt uns in der Story sowieso nicht großartig weiter, so wie ich das sehe. Da können wir auch eben noch schnell die Scheiße hier verkaufen. Guck mal, die haben alle so blaue Sternchen, ne? Das heißt, die haben alle irgendwelche Dialogmöglichkeiten. Aber das interessiert mich ehrlich gesagt im Moment auch mal einen feuchten Furz. Hübsche Sachen für dich. Ich habe was Gelbes gefunden. Wann habe ich das denn gefunden? Also die Wertigkeitsstufe theoretisch, ne? Die grauen Gegenstände sind die einfachsten. Dann kommen die blauen Gegenstände, dann kommen die gelben Gegenstände und dann gibt es, was gibt's denn noch? Glaube ich, lilane, ne? Wie in WoW die Epics, ne? Oder ne, orange sind die, genau. Das sind diese ganz epischen Sachen. Aber ihr seht, Wertigkeit hin oder her. Dieses Teil hat zwar ein paar schöne Effekte drauf, ist aber insgesamt eigentlich eher schlechter als der Streitkolben, den ich gerade habe, der das gleiche Level hat. Da zeige ich euch eben mal, was man mit so einem gelben Lanz auch machen kann. Genau, das gehört ja auch ein bisschen dazu, ne? Da gehen wir nämlich hier bei den Schmied und sagen ihm, dass wir einen Gegenstand wiederverwerten wollen. Und da können wir das auf das Gelbe hier machen. Zack, und bekommen dafür Ingredienzen für Zeugs zum Bauen. Ne? Also beim Schmied können wir Zeugs schmieden, aber wollen wir ja jetzt nicht richtig. Ne? Wir wollen ja die scheiß Ziegenhöhle finden. So, im verlassenen Gehöft sind wir. Da war die andere Höhle. Ne? So, jetzt suchen wir die Ziegen.
Ziegenhöhle. Ein Boom, ein Boom. Tötet den Baum. Bald sterben. Das geht noch nicht. Der spratzt immer schön mit giftiger, mit giftigen Baumharz spratzt der Arsch durch die Gegend. Ne, das ist eigentlich auch nicht so die feine Englische. So, was haben wir hier oben? Hier ist noch ein kleiner Weg. Und zwar geht es hier zur alten Mühle. Das interessiert uns jetzt aber noch nicht. Da kommen wir aber später hin. Hui! So, Comic, weißt du gleich Bescheid, ne? Fatty hüpft hier mal schön auf den Kopf drauf. So, was haben wir da noch drin? Nur Scheiße? Dann lassen wir die Scheiße liegen. Hier gibt es nicht mal Scheiße, Sir. Was bist du? Eine Fledermaus. Zack, eine tote Fledermaus. Zack, noch eine tote Fledermaus. Tote Fledermaus. Tote Fledermaus. Sagt mal fünfmal hintereinander tote Fledermaus. Und zwar sehr schnell. Tote Fledermaus, tote Fledermaus, tote Fledermaus, tote Fledermaus, tote Fledermaus. Es geht, okay. Ist nicht so schwer. So, Ziegen töten. Da kommt Baum. Hüpft ihn an. Ketten. Rasseln. Bam, bam. Jawohl, war das alles? Ja, schon. La 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 la, ich suche die Höhle. Wisst ihr, normalerweise habe ich jetzt damit gerechnet. Frösche! Hammer der Uhren! Noch eine Fledermaus. Zack. Guck mal, Ziege. Hahaha, hast du damit gerechnet, ne? Ja. Sag mal, wo hast du denn deine Höhle, Kumpel? Ne? Glück raus. Na, willst du nicht sagen? Gut, hopp ab. Ich bin die Herzkönigin und du bist Alice. Eigentlich hat am Ende ja Alice die Herzkönigin besiegt, also ist vielleicht doch nicht ganz so gut. Hier hat noch jemand ein Lagerfeuerchen gemacht. Hast du ein feines Grillerchen gemacht? Ja, nee, ist klar, ne? So, zack. Hier unten waren wir noch nicht. Das suchen wir alles noch ab. Ich will die Höhle finden und zwar noch in dieser Folge. Vorher beende ich hier nicht. Ich sag's euch, wie es ist. Und wenn die Folge 73 Minuten dauert, ist mir furz egal. Was bewegt sich hier? Ich höre, dass sich was bewegt. Was bist du? Nichts, was ich kaputt machen kann. Was ist das? Was ist das? Verfallene Krypta. Scheiße. Egal, wisst ihr was? Wir gehen in die verfallene Krypta. Aber erst in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüssi.